Hallo, heute sprechen wir über die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2016-2, also dem Herbst, und besprechen wollen wir heute die Aufgabe 5. Bei der Aufgabe 5 geht es um einen Behälter aus Stahl, und auch hier mache ich mir kurz eine kleine Skizze, um das gegeben und gesucht unterzubringen. Die Skizze sieht eben folgendermaßen aus: Wir haben also einen Behälter. Und dieser Behälter ist irgendwie vom Volumen her entsprechend vorgegeben. Und zwar ist eben folgende Angabe gemacht: Dieser Behälter ist mit 59,5 Liter Benzin gefüllt. Und ich schreibe mir dann einfach mal hier unten schon mal hin: Benzin, das ist das Volumen, das Benzinvolumen. Und der gesamte Behälter besteht aus Stahl. Das wäre dieser hier. Das kann man eigentlich alles im Grunde genommen kaum richtig sehen. Also der gesamte Behälter, V Gesamt, ist gleich V Stahl. Und der beträgt eben 60 Liter. Also klar, dass uns hier jetzt ein halber Liter Benzin fehlt, um den Behälter randvoll zu machen. Das Ganze wird bei 20 Grad eingefüllt, bei Theta gleich 20 Grad oder T1 oder T2, wie man dazu sagen will. Ich nenne das jetzt mal die Anfangstemperatur T1. Und dementsprechend ist eigentlich im Prinzip alles gegeben. Die Frage, die sich jetzt für uns erstellt, ist: Wie groß ist die Temperatur, bei der der Behälter überlaufen würde? Das heißt also, wenn wir das Bauteil erwärmen würden, würde sich das Benzin und der Stahlbehälter gleichermaßen ausdehnen? Nein, nicht gleichermaßen, sondern unterschiedlich. Und irgendwann ist es eben tatsächlich so, dass das Benzinvolumen das Stahlbehältervolumen übersteigt und tatsächlich überläuft. Funktioniert ja auch nur dann, wenn der Ausdehnungskoeffizient vom Benzin größer als der vom Stahl ist. Also gesucht, Doppelpunkt, Temperatur, bei der das Benzin das gleiche Volumen hat wie der Stahlbehälter. So sieht's aus. Und die Lösung steckt auch schon eigentlich in der Fragestellung selbst, denn so ein bisschen habe ich es hier ja auch schon hingeschrieben und habe gesagt: Naja, also Stahl und Benzin, das sind die beiden Sparringspartner, mit denen wir es hier zu tun haben. Und klar ist, dass wir für die Volumenausdehnung eine Formel haben. Allerdings für festes und flüssiges Material unterschiedlich. Also schreibe ich doch mal folgenden Sachverhalt hin. Ich schaue mir das kurz mal raus, aus welcher Seite denn hier praktisch das Volumen und so weiter beschrieben wird. Das wäre also tatsächlich hier der Fall.